Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town. Alle wieder dabei wie zuvor. Einmal mal kurz durchgesagt. Krötchen, Stu, Ranger, Dalmarok und die Miss Kokoluchis. Hallöchen. Guten Abend. Ja. Tag. Hallo. Guten Abend. Danke, dass ihr wieder da seid. Heute mal ich ohne Facecam, weil ich einfach nur zu fertig aussehe und einfach keine Lust hatte, sie anzuschmeißen oder mich zurechtzumachen, wie man es nimmt. Halt die Klappe. Ja. Bitte, also Wasser bitte ich mir. Ja, auch neu. Auch neu sind, wir haben ganz viele frische neue Maps mit reingebracht. Hier seht ihr schon mal eine davon. Wie hieß sie nochmal? Moment, ich habe ein blaues Zettel bei mir. Die heißt Gunkanjima, ja, genau. Also, bei mir heißt sie Krötte Deluxe. Nein. Aber ich finde gleich mal Krötte. Insider hier wieder. Ich möchte bloß kurz sagen, ich bin übrigens innocent, bitte erschießt mich nicht. Nee, sie ist straighter. 100%. Na, definitiv. Ja, Kröte will wieder ablenken von mir. Soll ich innocent rückwärts buchstabieren? Bist du gestorben? Ich hab's auf Deutsch. Weiß ich. Ich kann nur Detective buchstabieren, also von daher. Ja, okay, Schranger ist es. Also bei mir ist grün. Jo, weil ich Detective buchstabieren kann oder was? Oh, fuck, ey. Deswegen bin ich's. Ja. Sind zu. Ja, du hast den jetzt verstanden. Oh, fuck, ich. Oh Gott, das ist. Hier kommt man gar nicht hoch. Hä? Ich hab das Gefühl, ich laufe im Kreis. Ich bin so unbegabt hier einfach. Leute, ich werde mich einfach selber umbringen. Sorry. Guckt mal, wie schön die Map ist. Oh, ich mag den Bereich hier. Ich bin zwar nicht der größte Fan, was Pink angeht, eigentlich überhaupt nicht, aber das mit diesen Kirschblüten, die es sein sollten, ist wirklich himmlisch. Was will ich nicht tun? Ich habe doch eine M16. Hallo Krötte. Hallo Krötte. Warum ist da unten schon Blut? Geh weg. Ja, ich bin runtergefallen. Hallo Krötte. Ich hab keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Ist denn hier Blut? Ich weiß auch nicht mal, wo ihr seid. Ja, ich weiß auch nicht, wo ihr seid. Ist ich hab's zugefunden. Was ist denn hier? Nein. Da ist jemand tot. Du bist bei mir. Hier ist irgendjemand tot. Du bist bei mir. Wo denn? Ich trau mich aber nicht zu. Oh, Marshall. Du? Ich hab mit auf Marshall geschossen gerade. Oh Gott, ich trau euch allen nicht. Oh Gott. Kannst du doch eigentlich nur noch Kröte sein. Hä? Gar nicht wahr? Warte, wir haben. Wer ist denn noch da? Wer ist denn noch da? Louis und. Okay, Marsha war aber Dings. Du könntest Marsha wiederbeleben. Wer ist denn da? Pass auf! Hier hat er geschossen. Kröti. Ich sag doch, die wollte schon wieder von sich ablenken. Hat geschossen, ne? Oder? Die ist hier noch irgendwo. Fuck! Ich kam einfach nicht hoch! Oh, Alter! Scheiße! Oh Mann! Gut gemacht. Huch! Oh, bei mir ist Gary Smut abgeschmiert. Da war es bei mir die Kröte quasi, oder die Mascha? Ja. Wer hatte ich bin der Kröte nur so ein bisschen hinterhergelaufen. Ah, okay, weil du warst direkt an meinem Grab, Stefan, wo ich tot. Ich hab's nicht so schnell gesehen beim Umdrehen, wer es war. Okay. Und auf einmal warst du direkt da, wo ich tot war. Dann dein Name da. Deswegen war es irgendwie ein bisschen irrigierend. Ja. Wie schon. Ich joine gerade wieder. Ich glaube, damit kannst du besser umgehen. Ich kann aber die Runde nicht mitspielen. Ah. Ja, ich schwebe ein bisschen rum. Zeig's dir noch ein bisschen die schöne Map. Genau. Du auch? Cool. Ich bin hier mit der Krötte gewesen. Nee, bist ja gar nicht. Krötte bist an mir vorbeigelaufen. Ja, weil du. Irgendwer hat hier alles wieder in Brand gesetzt. Ich weiß nicht. Ich weiß bestimmt, wer es war. Ich nicht. Krötte, ja, lass es sein, Krötte. Ich weiß diesmal wirklich nicht. Dabei will ich mich abschießen. Stimmt doch gar nicht. Immer da, wo es brennt, ist du. Hab dich nur im Auge, du Krötte. Das kann auch ein ganz dummer Zufall sein, meistens. Nee, meistens ist es so. Warte, da geht jetzt Flammen. Du ist ja auch heiß. Stu. Oh Gott. Siehst du, diesmal war ich's auch nicht. Ja, das war ich. Aber ich habe die auch gewarnt. Ja. Ich wollte eigentlich Skyrim davon abhalten, mir weiter zu folgen, aber leider geht das nicht so schnell hoch. Nee, da musst du nach vorne werfen. Mach mal Räuberleiter, ich möchte mal. Ja, komm hier. Oh Gott, Alter, Ranger ist bei mir. Warte. Da geht's gar nicht hoch, glaube ich. Nee, da ist ein Ausgang. Ja, okay. Hä? Lass mich doch ein bisschen von der Map erkunden. Was? Wie? Lass mich noch ein bisschen von der Map erkunden. Ja, kannst du doch auch. Oh, wie hübsch. Sagt doch keiner, dass ich der Traitor bin. Trau dir trotzdem. Ich bin mit Todd und Dalmarok. Todd, also Kröte und. Oh, du bist. Ach, du bist Detective. Ich bleib beim Stu. Du bist Detective. Krotte. Ja, dann wären wir aber alle beieinander.
Ich gehe dann mal wieder. Ja, ich lauf dir hinterher. Oh nein, lass das. Nein. Ah, so schön, ja. So schön. Marsha? Oh Gott, ich werde mich umbringen. Ich bin Spectator die ganze Zeit. Innocent, wirklich. So. Wenn ich, weil ich ja rausgeflogen bin und wieder reinkam, ist also aber die Runde schon. Ne? Jetzt. Ja. Stimmt. Nur einer. Stimmt, Chip. Einer muss 5 erschießen. 4 erschießen. Ja, kann sich selber, Alter, auch nicht umbringen. Okay. Habe ich jetzt nichts gegen. Total ja. Tot. Ich rauf hier, weil du. Achso, hier. So. Alter, Feiler. Sprühe ich mal eine Runde was. Ui. Oh, ich hab das Gefühl, ich werde gleich von hinten erschossen. Nein. Bin diesmal lieb. Oh Gott, ich nicht einfach du hoch. Bist doch die Einzige, die von hinten erschießt. Und du. Nee. Ich schieße immer sowas mitten nie. Ins Gesicht. Ins Gesicht schieße ich immer. Ich sag ja, von hinten. Du, schau mal mein Feuer. Und dann... Und dann geh ich weg und dann schieße ich ins hintere Gesicht. Dann schieße ich ihm ins Gesicht, weil ich noch seinen Ausdruck, wenn er das liest, sehen möchte. Einfach. Das macht es ehrlich gesagt menschlich gesehen nicht besser. Überhaupt gar nicht, nee. Nee, aber auf jeden Fall nicht so hinterlässig. Hallo Louis. Nein, guck mal hier und dann bin ich abgelenkt und dann ist das Stefan ist jetzt bei mir, na danke. Hä, so langsam weißt du doch das schon, also. Ja! Oh, ich war's nicht. Das war hier. Nein, ich war's nicht. Nein. Das war hier. Ranger, ja, also total mal. Ah, Mann, das gibt's doch gar nicht. Alter, wie ihr mich erschreckt habt. Ja, mich aber auch. Ich hab mehr Glück gehabt eben als Verstand bei dem Abschuss hier. Ah, ich hab's nicht mitgekriegt, dass du da auch noch stehst. Wie ihr mich erschreckt habt, ey. Kommst du aus der Ecke raus da, ne? Vor allem, er sagt es noch, dass er die ja seit hinter mir ist. Ja. Oh. Ich hab heute auch einfach kein Aim. Hast du nie. Hab ich ja wohl. Nee. Schau dir deine alten Folgen an, ja? Zah. Was machst du? Da hatte ich nur Mitleid mit dir. Nee. Ich hab du Kind. Aha. Aufbereitet. Ja. Hab ich gar nicht gesehen, welche Map kommt gerade. Teen Room. Teen Room. Okay. Hier war das jetzt nochmal. I Jungs, paar Ekel. Ach, die, cool. Das Gott, ist, oder zwei, oh weia. Das ist der Gegenzug zu der Dolls Map, also zu der Mädchen Map. Oh. Ist das der männlichere Gegenzug? Also eher meine. Ich dachte, ich werde jetzt sterben. Mascha hat Spaß, ja? Ja. Nicht jugendfrei hier. Wieso? Hä, wo ist denn hier eine Leiter? Hä? Okay, seltsam. Hä? Ich bin in Oh, Monopoly, das habe ich auch da. Und das Lego! Und oben liegt ein Film Madagaskar und was liegt noch da oben? Das wäre mein Zimmer. Also ganz ehrlich. Eigentlich soll das das Pendant zur Dolzmann sein, also zu dem Mädchenzimmer. Ist direkt jemand mit einer Möbel umgebracht worden, wollte ich jetzt mal so gesagt haben, ne? Lol. Ja, ich habe nur so ein Dutzend gehört. Ja, ich habe zuerst. Ja, so leise habe ich irgendwas gehört, aber ich dachte jetzt. Jemand schießt auf mich! Wo seid ihr? Achso, und Batman. Stu, hast du auf mich geschossen? Nein, ich bin hier oben. Ja, ich weiß. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Hallo? Wo bist du? Ich bin hier hinten in der Ecke. Wo liegt die? Die liegt oben auf dem Schrank. Da liegt eine Leiche. Da, wo wir gerade waren. Wer ist da oben? Ich bin hier oben. Du hast sowieso die Taube geworfen. Ich wurde auch angeschossen. Und den einzigen, den ich gesehen habe, ist du danach. Ja, und ich war die ganze Zeit gerade bei Kröte, ja, ehrlich du gesagt. Ist es. Und ich hab Marsha gesehen danach. Haben wir da unten. Sowieso zwei? Ja. Jemand schießt schon wieder auf mich. Ja, von wo? Ich weiß es nicht, ich werde... Ich bin gleich tot. Bist du da oben halt? Ich bin... Ach, meine Kontaktlinsen. Sag ich dir doch nicht, am Ende bist du da noch der Traitor. Ich war die ganze Zeit hier beim Dete. Ich hab die ganze Zeit nicht schießen können. Und ich hab gesagt, wo die Taube ist, ehrlich gesagt. Und meine Kontakte spinnt megamäßig. Ich sehe gerade nur auf einem Auge was. Yay! Ein Hoch auf Kontakte. Der schießt jetzt jeden, den ich sehe. Ich sag, oh, Daimer! Ja, siehst du von wegen ich. Oh, fuck it! Fuck it! Oh, scheiße! Oh, fuck! Ah, scheiße, ich seh nichts! Boah, du hast mich einfach angeschossen! Was soll denn das?
Oh, fuck, jetzt habe ich einen Innocent getötet. Oh, ich komme hier nicht weg. Oh, sorry. Du hast weiter auf mich geschossen, einfach. Warum machst du... Louis? Louis! Ja? Warum hast du das gemacht? Weil ich auf ihn geschossen habe. Der ist erst gefallen, als ich gerade geschossen hatte in der Sekunde. Toll. Du dreckiges. Ich hab so oft einfach das Fahnenkreuz mitten auf dem Kopf gehabt und du bist nicht gestorben. Der Schuss ging immer daneben. Mascha, ich hatte eben auf dich geschossen, als du da nicht wusstest, wo das herkam. Und dann bist du noch drauf. Am Ende hab ich auf dich geschossen und dich dann irgendwann auch noch getroffen nach Monaten mal, ja. Vor allen Dingen, es war einfach bei uns Rauch und ich hatte einfach auf den Stefan gezielt. Und der ist mir ewig nicht umgefallen und schießt zweimal. Ich schieße wirklich nur zweimal. Es war übelst Rauch, ich wusste nicht, auf wen ich schieße. Und die Kröte schießt mich eiskalt. Ja, weil du einfach einen geschossen hast und ich dachte mir so, nee, wenn ich sterbe, stirbst du, Stefan. Wie nett, ey. Du standst direkt vorm Stefan. Und ich konnte einfach nur dich treffen dadurch wahrscheinlich, weil dort auch übelst Rauch war. War total doof. Ich bin schon wieder nur sein. Ich glaube, mein Disco. Lauf. Ach, mein Lauf wird diesmal wieder weiter. Durchgezogen, von wegen, von wegen, dass ich immer Innocent oder Detective bin, irgendwie. Wäre nichts Neues. Oh, du bist Ranger. Ranger Stete. Huch. Dort. Irgendwie nimmt der aktuell immer die Waffen, wechselt der, obwohl ich gar ja, bei mir auch. Ja, bei mir auch. Okay. Fuck, nee, das wollte ich nicht. Wer braucht denn bitte eine Bahn so durch sein Zimmer? Ich hätte es gemacht, wenn ich so eine Bahn hätte. Auch über sein Bett und sowas, weißt ja. Du? Das musst du doch wissen, ist doch dein Zimmer. Ja, ich auch mein Neffe. Psst. Alter. Ich bin bei Kröte. Hä? Wo? Gar nicht. Doch, bin ich. Ja, aber dann wo bist du hin? Alter, ich war direkt neben dir. Hey, Star Wars, ein bisschen frei. Kröte, warte auf mich. Nein, heute bist du innocent oder bist du traitor? Bin innocent, deswegen habe ich Angst vor dir, also geh. Geh mit Glaub Gott, aber nicht. Geh. Wo ist es hin? Warum wo, ist bist es, du mit... wo ist es? Ich wollte aufs Auto sprühen. Hallo. Was? Ich kann hier nichts auf den Strang irgendwie... Jetzt. Muni. Ich bin hier mit Mascha üben. Aktuell, yep. Also... Hui! Wen weißt du? Gibt's ja eigentlich Dota 2. Achso. Oh! Bist du gefallen? Ja, Louis ist runtergefallen. Ja. Louis hat so viel Dota 2 geguckt. Da, in der Schublade liegt sie! Echt? Ja, da unten. Oh genau in die Schublade rein! Oh ja. Wer ist das, Ranger? Ja. Ja. Ich bin Date. Siehst du was? Ich weiß. Ich hab trotzdem Angst vor dir. Hauptsache, das Kind hat einfach so krasse Mech-Sachen. Also ja, echt! Dann, wirklich scheiß Bonzenkind, ja. Hä, das hat doch einfach nur so einen Laptop, oder nicht? Nee, das ist von Apple. Na, ist doch so ein Mech-Dings. Ja. Naja? Ja. Sorry, Mr. Steve Jobs. Ja. Hallo! Geht's hier eigentlich lang? Hat ein so ein Teil davon. Hä, nee, da oben auch so ein iPad. Das hab ich kaputt gemacht. Oh, guck mal, die, ey. iPad und Mac. Was? iPad und Mac. Ja, siehst du, der hat beides. Der hat einfach beides. Gut, der folgt mich du bist nicht. Bestimmt auch so ein Nein, ich hab nur vier Sachen davon. Spaß. Ich hab nicht ein Dings davon. Mascha, zieh doch nicht. Kröte. Ich zieh gar nicht, was? Die kann ja gar nicht. Tot. Ich glaube, Marsha ist der Zweite. Ja. Und vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Vielleicht ist ich habe Angst vor euch. Ich habe sie gerade getötet. Na und? Heilen, bitte? Hast du noch einen Punkt frei? Nein, habe ich nicht.
Warum lachst du dabei so? Geh weg, weil ich bin Dete, ja? Eine Kamera aufgestellt, ja. Wenn du lieber Kameras kaufst, weißt du, die man einfach so deaktivieren kann hier mit sowas? Also. Es ist doch nur einfach mal zum Ausprobieren. Außerdem kann ich die Kamera wieder wegnehmen. Oh. Lebt der Stefan? Huch, ja. Was passiert mit mir? Stefan ist nämlich auch noch da. Deswegen weiß ich nämlich nicht so hundertprozentig. Ja, einer von den beiden dann, weil ich habe gerade Kröte hat auf mich geschossen. Du kannst aber Kröte wiederbeleben. Die liegt doch da, tot. Du kannst sie ja trotzdem wiederbeleben. Das ist kein. Also ich bin. Na, mit einem Defibrillator. Dafür müsste ich Traitor sein oder ein Dings. Na, wenn du ein Traitor bist, warte, kannst du. Warte mal, lass mal liegen, okay, lass mal liegen, also. Lass mal liegen. Lass die doch mal liegen! Mann, ah, oh, du bist doch so ein. Ja, da kommt keiner ran! Da will die bumsen! Ja, nun? Da, und draußen sitzt einer im Garten. Guck mal am Baum. Ich hätte dich schon länger töten können. Dalmarok ist schwer verwundet. Warum? Da sitzt einer am Tisch und am Baum. Da sitzen zwei am Tisch und einer am Baum. Ja, Dalmarok ist badly wounded, ja. Ja. Genauso wie du, super. Ja, ich, weil Kröte mich angeschossen hat. Ich weiß es nicht. Alter, ist das unheimlich. Bitte bleib bitte bei mir. Ja, tschüss, bin tot. Entweder Mascha oder Dalmarok. Dann ist es Mascha. Eine 50-50 Chance jetzt. Also ich bin innocent. Wo versteckst du dich denn eigentlich die ganze Zeit? Ich laufe die ganze Zeit rum. Ich hab dich die ganze Runde nicht einmal gesehen. Ich bin da bei dieser Autobahn oben, die da vom Regal runtergeht. Ich bin gerade auf dem Bett am MacBook. Ja, ich war da Smoke am Anfang Grenade. Bin ich drin gespawnt, da bin ich ein bisschen rumgelaufen. Ich hab jetzt einfach eine 50-50 Chance. Mascha ist es. Na klar bin ich's. Ich bin's doch immer. In euren Augen bin ich's immer. Selbst wenn ich Detektiv bin, bin ich Traitor. Hey, du bist tot. Ich komm gleich ins Jenseits und bring dich nochmal um. Bist du so Traitor, sag ich doch. Dalmarok, mal hat sie weg. Gesagt. Ich pack die Waffe weg hier. Die wollen das hin. Ja, guck, ja. Ich hab keine Waffe in der Hand. Aua! Wieso schießt ihr auf mich? Weil ich nur noch eine 50-50 Chance habe. Ja, aber wieso ich? Stimmt, du ist ja eigentlich. Nee, der ist runtergefallen. Stimmt. Dalmarok hat mich bis jetzt noch nicht. Ja. Nee! Was hat's weg? Was war das denn jetzt? Ja. Klang so war. Das war unmöglich, da irgendwas zu machen, weil ihr halt immer die ganze Zeit aufeinander gehockt habt. Oh. Ja, ich dachte, ich probiere mal neue Traitor-Waffen auf, aber irgendwie. Nee, ich bleib lieber beim Altbewährten. Mit welcher hast du versucht, mich zu töten? Dieses Silent, keine Ahnung was. Silent Fox? Nee, ich schieße euch in zwei Dingern tot, ey. Achso, okay. Wie ich einfach mal geträumt habe bei dem Plakat und auf einmal war das weg. Ja, ich hab da. Du bist aber perfekt in der Schublade gelandet, das war wirklich herrlich. Sah gut aus, ne? Ich fand ja. Auch. Oh Gott. Also eine 1 plus in der B-Note bei der Landung. Ich bin schon wieder innocent, also. Ich bin beim Ranger. Ich bin beim Ranger. Ja, ja, ich bin eigentlich Traitor. Hallo, Krötte. Oh Gott, Spiel? Auch? Oder ist er geschossen? Nee, ich hab. Warum ist das Haus in Flammen? Wer hat die Lego-Familie umgebracht? Hallo? Hallo? Ich spiele jetzt einfach Traitor und bin eigentlich innocent. Ist das schlimm? Weil ich dass so du uns jetzt alle umbringst oder was? Ja. Was denn? Weil ich so selten Traitor bin. Ah, ich weiß nicht. Ah, ja, okay, Ausnahmsweise. Alter, ihr habt gerade jemanden gekillt. Wen hast du gekillt? Nein, hier liegt jemand.
Okay. Marsha hat sie gerufen, oder? Ja, hier liegt die Marsha. Ich glaube, Marsha hat sie gerufen. Also hier liegt die Marsha. Ja. Hä? War Kokloris hier nicht hochgekommen und... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Plötzlich? Hä, wo ist ihre Leiche? Die beide runtergefallen? Stu ist es. Ich habe doch hier gar nichts gemacht. Dieser Ventilator hier ist so heftig, oder? Warum hast du nur die kleine Waffe? Weil ich sonst ein Gewehr habe, damit ich im Nahkampf nichts machen kann. Ja, ja. Hey, nee, aber Herr Kokolores ist hier hochgelaufen, glaube ich, oder? Und dann plötzlich war sie tot. Ja, vielleicht ist sie da oben ins Loch gelaufen. Hier oben ist kein Blut und keine Leiche. Ich weiß von Marsha noch von... Suche aber auch schon. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Hä? Ach, da bist du, Stu. Ja. Also ich finde die nicht. Ich habe keine Ahnung. Du hast gesagt, hey, ist die Marsha? Echt? So, also ich weiß, dass Dalmarok und Kröte hinter mir waren, aber wo Stefan war, weiß ich, hinter dir? Weiß nicht, wie du da hochgekommen bist, ehrlich gesagt. Ich war eben die ganze Zeit in diesen Regalen hier, ich habe mir die Waffe hier geholt. Ich habe doch die ganze Zeit die Feuergranate darunter geworfen und so. Mhm. Da, wo du meintest, wer hat denn die Dings angezündet, die Dego-Familie. Ja, und irgendwie war das direkt neben uns. Irgendwie klingt das für mich so, als ob du Traitor bist. Ja, und ich war hinten an der Ecke, an einem weißen Auto, habt ihr die Granate genommen, habt ihr auf euch geworfen, dann bin ich die Schräge hochgelaufen, wo ihr davor hochgeworfen seid. Ja. Au. Hey, Scheiße. Klingt jetzt, du ziehst das ins Lächerliche. Okay, Kröte ist Traitor. Willst du mich verarschen? Nee, ganz ehrlich. Die hier auf mich lenken will, ohne irgendwelche handfesten Beweise. Nee, weil Daimler und ich, wir sind hochgelaufen. Ja, und ich war vor euch. Nee, du warst nicht. Doch. Daimler war der vor uns. Ich hab sie. Daimler? Wo sind sie? Die sind hier unten im Schach. War der vor uns? Der ist du? Ranger ist es. Oh, ich hab gar nichts gemacht. Kröte, ey. Vor allem, Leute, ich habe anfangs die ganze Zeit mehrfach gesagt, weil ich glaube, Kokoloris und Kröte die ganze Zeit diskutiert und geredet haben, habt ihr nicht gehört, wie ich mehrfach gesagt habe, der Ranger ist bei mir. Ich habe es mehrfach betont und dann bin ich auf einmal tot. Und dann so, und irgendwie erst bei dem und bei dem und bei dem und irgendwann hört man dann nicht mehr. Darauf habe ich irgendwie so ein bisschen gehofft, dass das nicht mitkommt. Weil ich habe so richtig oft gesagt, der Ranger ist bei mir, der Ranger ist bei mir. Der Ranger. Hier liegt die Marsha, wer könnte es sein? Das ist ja das Problem. Und ich war mir nicht sicher, ich hatte einen Ranger im Hinterkopf, ich war mir aber einfach nicht sicher. Ich dachte, ich finde jetzt schnell die Marsha, ich habe sie ja da liegen gesehen und dachte jetzt, ich tue schnell sie erkennen als Marsha noch. Ich hatte dich aber gesehen. Ich hatte dich gesehen, dass du da hinten lang gekommen bist und habe ich nur gewartet, bis du an ihrer Leiche bist. Ah, okay, also war das schon geplant. Das ist ja, das war geplant, genau. Ah, das ist ärgerlich, weil ich dachte so, okay, er hat mich nicht gesehen, kann ich schnell sie finden und dann kann ich schauen, ob er es wirklich war. Wieso ist das? Jetzt hast du die Shotgun, du sagst. Das super Tolle war, es hat wirklich keiner gemerkt in dem Moment, dass ich euch beide abgeknallt habe. Oder? War und dann habe ich so getan, als ob ich das nicht gemerkt habe. Und es sind super voll alle drauf eingestiegen. Das war super. Ich sage noch, eigentlich muss es Ranger sein, weil und Dings waren hinter mir. Ich habe Stu gerade mega gefeiert dafür, dass er so eine gute, du hast das so zusammengefasst und es war alles wirklich akkurat und perfekt und alles richtig. Und die Kröte so, na, ich weiß nicht, Stu. Ja, eben. Vor allem, wenn ihr mir mal zugehört hättet am Anfang, dann hättet ihr gleich gewusst, dass es Ranger ist. Ja, schon richtig. Ich war ja wirklich. Aber Kröte war ja auch. Ihr habt das nicht. Ihr habt das, glaube ich, gar nicht gekriegt, ne? Kröte war ja auch ein Traitor. War ich auch. Ach, da hatte ich doch mal recht. Gib's doch nicht, ey. Ich höre nur noch auf ein Dorfgefühl. Leute, was ist denn hier los? Warum zerstört ihr den anderen? Alter, Hilfe. Oh, jetzt gibt's keine Shotgun mehr, oder was? Jetzt erschießt einfach ihr Dinger. Okay. Was ist das da für eine Waffe? Ich will die! Nein. Ja. Gebt dir doch keine Klamotten, wollte ich sagen. Gebt dir keine Waffen! Sie tötet uns nur alle. Ja, echt. Hallo, Leute. Ausziehen, Kröte. Wir wollen dich nackig sehen. Nein. Doch. Nein. Doch. Ganz trocken. Oh, ich hab einen Ohrwurm von dieser Nierencat-Waffe. Alter. Mir geht die ganze Zeit hier John Cena durch den Kopf. John Cena! Achtung, ich schieße auf explosive Fässer. Oh, Stefan, renne. Ja, okay, er hat's getan. Was hat er getan, hä? Auf die Fässer geschossen, auf die ich schießen wollte. Haha. Krass, wo ist man denn hier? Wer ist denn das? Ah, Marsha? Oh.
Marsha, okay. Hallo, wer schießt auf mich? Hab ich aus Versehen Stefan jetzt? Kröte hat auf Marsha geschossen, ich hab's genau gesehen. Hä? Wo bist du denn bitte? Ich bin auf der anderen Seite gewesen. Ich hab mit dem Snipergewehr hingeguckt, natürlich. Das stimmt doch gar nicht, oh Gott! Ja! Ich hab's doch gesagt, gebt dir keine Waffen! Geht doch mit uns, Alter, was? Ja, genau. Ach Mann! Danke, Jungs, denn ich war der Erste, die gestorben ist, weil ein gewisser Herr auf ein Fass geschossen hat. Ich wollte es eigentlich bei dir machen. Ich dachte mir, nee, komm, diese Runde hat er ja verdient zu leben und dann erschießt er mich einfach. Ja, du hast es einfach nicht verdient, also. Dalma, warst du Traitor? Yep. Du hast Traitor getötet. Alter, ja, komm hier wieder runter. Komm nicht nicht schlimm. Marsha, weißt du, wie man hier runterkommt? Hier kommen wir jedenfalls hoch. Toll. Ach, wo ich im Wackeltal. Oh, der Shotgun. Huiuiui. Oh, danke, Louis, ich bin auf deinem Kopf gelandet und hab nur noch 9 AP. Ich wäre sonst gestorben. Super, war das? Was ist das? Kommt man damit hoch? Hilfe. Habt ihr vorhin mit Absicht auf das Fass geschossen, an neben dem ich stand übrigens? Nein, 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 nein! Boah, Alter, aua. Also ich nicht? Boah, nee. Alter, aua. Ist er, bist du gestorben? Nee. Ja, ich war gleich in den ersten 3 Sekunden. Daima, warum? Das bin doch mit diesem komischen Lift da gefahren. Halt die Klappe. Es ist abgesperrt gewesen. Bitte gehen Sie wieder. Also, ey, kein Respekt vor Autorität. Kröte, warum sperrst du denn schon wieder alles ab hier? Ja, kann man nicht mehr raus. Siehst du hier nicht? Alles. Hallo? Alles hier einfach renovierungsbedürftig. Warum ziehst du hier um, Dete? Alma. Dete guckt sich alles ganz genau an. Ja, ich halt alles. Wo bist du? Was? Ich bin die ganze Zeit hinter dir gelaufen. Ich hätte dich schon 3-mal schießen können. Okay, Kokolores ist bei mir hier oben. Ja. Nur als Hinweis. Mit Innocent das ganze 5-mal erzählen. Ja, aber ich will es nur den anderen mal sagen. Wer weiß? Ja, ja. Du bist anfangs immer so ganz, ganz lieb und toll und dann auf einmal schießt du ein. Dann schießt du einmal ins zweites Poloch. Also ich möchte bloß darauf hinweisen, meinst du? Du ist es! Du ist es! Nein! Piranhas! Oh nein, hier ist Feedback drin! Okay. Gut, dass es gleich zu Ende ist. Gut, Kröte, hast du einen guten Job gemacht. Ich hab einen umgebracht, also von daher. Tschüss. Ach, wie ich hier drin bin. Oh, krass, jetzt habe ich endlich mal das erste Mal die Piranhas gesehen. Ja, hast du die Viecher direkt gesehen oder hast du es noch gehört? Nee, ich habe die direkt gesehen. Ach, und dann haben sie mich langsam umgebracht. Hallo. Ich sehe die nie, ich höre es noch. Ja. Ich glaube, die habe ich auch noch nie gesehen. Mit der Brechstange geht es mir gar nicht kaputt. Die Map gerade gehakelt. Gehakelt, gehäkelt. Ja, ich bin gar nicht gelaufen, aber irgendwie ist die Map gerade geportet. Was du Sack. War ein Loop-Probe von dir gerade. Marsha, wollen wir die nächste Folge dann, also die jetzt beenden und dann die nächste? Jetzt ist auch eingefallen. Wir machen noch die zu Ende und dann machen wir die nächste, ja. Machen wir Detektiv. Ja, ich bin innocent. Ich hänge hier im Wasser fest und komme hier raus. Oh, ich hab mich gerade mega gefreut, weil ich wieder gesporft bin, weil ich nicht gecheckt habe. Ranga. Ah, das gibt's doch nicht. Ranga. Verdammte Scheiße. Alter. Ja. Also, ich hab Ranger getötet. Ich hab Ranger getötet. Wo ist er? Ich brauch die Punkte. Hier bei. Auf der. Okay. Oh mein Gott. Kokolores ist bei mir. Wo? Da vorne ist Kokolores. Hallo. Lebst du noch? Ja. Ich lebe noch, ja. Falls du genug Punkte hast, wäre es halt praktisch für Krötchen vielleicht, sie zu heilen. Ja, das wäre ganz nice. Ich weiß ja nicht, ob sie... Vorsicht, Vorsicht, bleib stehen! Sie wurde angeschossen von Ranger! Also, Marsha und ich, wir sind hier, glaube ich, wohl safe. Ja, dann kannst du die Punkte rausgenommen sein. Hast du die Punkte vorher rausgenommen? Ja. Okay. Also ich sag's nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich bin hier irgendwie neben dem Wasser und komme nirgends mehr hin, ohne zu sterben, also. Wo bist du denn genau? Ich weiß bloß, dass du gesagt hast, dass du runtergefallen bist vom Turm. Was? Platz da? Ja, diese Plattform, wo oben die Kisten draufstehen, die Holzkisten. Und da bin ich runtergefallen und bin dann irgendwie... Keine Ahnung. Plattform mit Holzkisten? Weißt du, wo da meinst du? Nö. Doch, da weißt wo du mich vorhin mit dem Fass runtergeschossen hast. So. Da! Ja, und da oben. Wo bist du da jetzt? Ja, wenn du da oben hingehst, wo die. Oh mein Gott! Die zwei Bretter hochgehen auf diese Rampe. Da bin ich runtergefallen. Oh, ich höre die Nierenmusik. Ich wusste irgendwie, dass du es bist.
Weil Dalmarok würde nicht so reden. Ja, vor allem, wenn so Dalmarok das festcheckt, muss ja das Lügen sein. Aber ich wollte daraufhin jetzt nicht einmal losballern. Das wäre sonst doof. Ich hab sie die ganze Zeit dann verfolgt. Gut, dann war's das erstmal. Leute, pst, 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 pst. Das war's jetzt erstmal für diese Hochfolge. Ich bedanke mich bei meinen Mitspielern. Den Link von Louis findet ihr unten in meiner Beschreibung, sowohl YouTube als auch Twitch. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Trouble in Terrorist Town. Bis dahin, tschüss!